herzlich willkommen zum dritten Part des Call of Duty Advanced Warfare Road to Commanders. Ja, heute wollten wir mal ein bisschen was Herrschaft spielen. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Ich suche mal ein Spiel. Und auf Recovery, okay. Die Map habe ich online auch noch nie gespielt, glaube ich. Kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Aber finde ich nicht schlecht. So, gut, okay, Herrschaft. Ich bin gerade überlegen. Ich weiß nicht, wie lange so ein Spiel geht. Ob ich jetzt in der Folge dann nur ein Spiel mache oder auch zwei. Ja, muss ich mal gucken, wie lange das Spiel geht, weil so eine 20-Minuten-Folge lädt bei mir schon mal schnell 10 Stunden hoch. Wenn dann die Qualität auch stimmen soll. Einigermaßen. Ja, gut. Ich muss mich jetzt erstmal dran gewöhnen, dass das hier keine Bots sind. Und was natürlich auch Dreck ist jetzt hier. Okay, gut, das rote Visier klappt wieder. Komm. Na gut. Wollt ihr mich ver... Das macht doch keinen Spaß. Ich ändere mal kurz die Klasse. Hier habe ich keinen Aufsatz drauf. Jo, schön, wenn man so gar nichts sieht. Ich wette, die setzen jetzt wieder einen ein. Immer mal angehittet. Verdammt. Habe ich keine zweite Granaten hier drin? Was war das? Ja, gut, okay. Okay, wir machen auf jeden Fall zwei Spiele. Das eine ist ja schon zur Hälfte rum und ich muss hier mal einen stumm schalten. Okay. Ja, das Spiel gewinnen wir auf jeden Fall noch. So, stumm schalten. Na. Kann ich auch alle stumm schalten? Da. Alle stumm schalten. Gut, okay. Wo ist ein B da unten? Okay, ich lade mal schnell nach. Da kommt jetzt einer hoch. Okay, ich dachte gerade schon, wenn wir den jetzt nicht bekommen hätten. Was? Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass mein Team aus zwei Leuten besteht und die Gegner hier haben hier Warbird in der Luft und alle. Komm, Leute. Guckt ihr euch das mal an, ich sehe gar keine Teamkameraden von mir. Wo sind die denn alle hier? Okay, da kommt gerade einer rein. Komm, los, spring. Das kann doch nicht sein, okay. Meiner Meinung nach sind die Gegner, gegen die wir hier spielen, viel zu gut. Einfach mal eine Granate raushauen. Und hier kommen sie jetzt alle. So, okay. Ja gut, okay, jetzt werden wir eh getroffen. Okay, gut, den Punkt... Haben wir wenig. Das ist doch scheiße, wenn die überall hier auf dem Dach rumstehen. Zum Ernst, das habe ich 2 zu 12. Das ist scheiße auf der Map. So, wie fühlt sich das an, die ganze Zeit von oben weggeholt zu werden, ha? So, komm, helfe ich immer mit. Was war das jetzt schon wieder? Was soll denn der Scheiß? Das macht doch keinen Spaß, wenn ihr hier eine Streak nach der anderen rausholt. Also jetzt mal im Ernst, ey. Leute, ich gehe gleich raus. Ich wechsle auf jeden Fall den Server. Die spielen hier doch
zu 10.000% spielen die hier im Team. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Och mein Gott. Okay, das Spiel will ich euch eigentlich auch gar nicht antun. Macht mir gerade selber auch keinen Spaß. Muss ich ja ehrlich zugeben. Hier unten war doch gerade einer. So, da oben ist einer. Unsere Drohne ist online. Jetzt kommen die hier schon wieder mit einem Systemhack. Und der Typ sitzt da gediegen, da unten im Gebüsch rum. Machst du super. Ich muss das nicht verstehen, oder? Unsere Drohne ist online. Ich wechsle auf jeden Fall den Server. Die sind viel zu gut für mich. Komm jetzt raus. Was? Ja, natürlich. Okay, die Killcam hätte ich jetzt liebend gern gesehen. Jetzt mal im Ernst, Leute. Das kann doch nicht sein. Die stehen... Okay, nein, ich gehe jetzt nicht raus. Jetzt wäre ich schon beinahe aus Reflex rausgehen. Hier, Alter, 6 zu 24. Du kannst nicht mal spawnen. Das macht doch keinen Spaß. Ich freue mich echt über jeden einzelnen Kill. Ja, super. Granaten schießen muss ich auch noch üben. Okay. Aber wir könnten sogar tatsächlich noch gewinnen. Auch wenn meine spielerische Leistung hier jetzt natürlich der Hammer ist. Okay, verloren. Ich gehe raus, ich wechsle den Server. 7 zu 24, oh mein Gott. Ja, okay, das ist echt peinlich, aber dazu muss man sagen, ist auch jetzt das erste Spiel. Ich habe mich gerade eben einmal kurz eingespielt. In einer Runde gegen Bots. Rotpunkt-PC, okay. Schalldämpfer. Na, immerhin sind wir ein Level aufgestiegen, haben hier wieder so eine Vorratslieferung. Elite! Eine Elite-Hose, okay. Ja. Ich wechsle definitiv den Server. So, dann nochmal Herrschaft herkommen. Machen wir nochmal eine Runde. Ich nehme ja gerade mal seit 8 Minuten auf. Direkt stumm schalten. Und die Troy, oh nein, bitte nicht. War nach Zufall. Gut. Kommt Leute, Zufall. Die Map ist scheiße. Mache ich hier mal schnell noch Rotpunktvisier drauf. Und überall noch zweite Granaten reinpacken. So. Ja, komm, okay, Detroit. Mal gucken, was haben wir hier für Gegner so. Der ist, glaube ich, noch relativ neu. Denke ich auch mal. Ich habe leider keine Ahnung, wie die Prestige-Symbole aussehen. Sonst könnte ich so ungefähr einschätzen, ob wir wieder total verkacken werden oder ob wir vielleicht ein gutes Spiel hinkriegen. Aber ja, solange wir positiv sind. Ich habe letztens nach der Aufnahme mal kurz geguckt, welche KD wir jetzt insgesamt hatten. Da hatte ich eine 1,2. Ja, KD, ja. Ich nehme an, jetzt haben wir vielleicht noch nur 0,9er oder sowas nach dem letzten Spiel. Jo, wenn wir jetzt 30 zu 1 oder so reißen, können wir wieder aufholen, aber ist unwahrscheinlich. Okay, ich würde sagen AK-12.
Komm, ich will auch noch ein paar Punkte. Gut. Erobert und verteidigt die Flaggen. A gesichert. Okay, dann gehe ich mal hier durch. Wie zum Fick kommt der Typ dahin? Mein komplettes Team stand da. Muss man ja mal sagen, ne? Also. Feindliche Drohne online. Bravo wird gesichert. Guckt euch das an, Leute. Die warten da nur. Ich mag Herrschaft nicht. Herrschaft ist eindeutig nicht mein Modus. Weil einfach nur jeder in irgendeiner Ecke hängt und auf die Gegner wartet. Eins zu drei. Ah, ihr guckt euch das an, da liegt er da. Ich denke, der ist tot. Bravo wird gesichert. Okay, ich gehe mal hier hinten zu C. Aber eins steht jetzt schon mal fest, wir werden nie wieder Herrschaft spielen, nie wieder. Wir verlieren B. Super, kriege ich auch noch einen Assist. Was? Wieso? Wieso hat der da aufgehört zu schießen? Was soll denn der Dreck? Und wieso haben die schon wieder einen feindlichen Warbird? Also wirklich. Nein, Warbird, nein. So. Okay. Verbündete Drohne über uns. Okay, so, dann gehe ich mal hinten lang. Ihr wollt mich doch verarschen, Mann. Okay, Leute, wir spielen kein Herrschaft mehr. Ich mache jetzt noch ein Team Deathmatch. Ich will mir jetzt nicht die Quote komplett versauen. Kann nochmal gerade hier gucken. Kampfakte 0,89er. Naja, okay, Team Deathmatch. Noch eine Runde. Und ansonsten werde ich mich für die nächsten Episoden auf jeden Fall wieder ein bisschen was warm spielen. Und ich habe mich so gefreut am Anfang, dass es gar nicht so schwer ist. Und jetzt haben wir schon wieder so eine Scheiß-Map, gehe ich direkt raus. Ich will ja jetzt wenigstens ein gutes Spiel machen. Okay, die Map ist eigentlich ganz gut. Hier mal stumm schalten. Ja. Kann man hier irgendwo auch direkt die KD von denen sehen? Sieht nicht so aus. Könnten höchstens Profil ansehen, ja, das will ich aber nicht. Ja. Okay, noch eine Sekunde, jetzt geht's los. Jetzt nochmal 8 Sekunden. Ich würde sagen, wir spielen wieder mit der AK-12. Und wie gesagt, es tut mir echt leid, dass das die beiden Spiele jetzt so schlecht waren. Ich muss mich eindeutig öfters warm spielen. Ich habe jetzt gerade eben davor die ganze Zeit ein bisschen am PC gespielt. Vielleicht liegt es auch daran. So. Mal sehen, was sich jetzt ändert. Ich hoffe einiges. Wenn sie ein bisschen hinne machen würden mit dem Laden. So. Rücke ab! Ah, okay, ich spiele nochmal die Ball. Exo online. Feinde ausschalten. Ich muss mir auch das Boost mal abgewöhnen. Auch wenn man damit immer so schön schnell vorankommt. Wir haben die Kontrolle! Wir haben den Vorteil verloren!
Wir haben alles im Griff. Ach komm, verdammt. Da hänge ich an irgendeiner Kiste oder so fest. Aber immer noch einen Assist bekommen. So, und hier unten ist doch immer einer. Okay, ich habe das Gefühl, die sind da hinten gespawnt. Ich werde aus Prinzip nicht jumpen, damit die mich jetzt hier nicht in der Weise boosten. Wobei hier oben hängt irgendwo einer. Solche Spieler lieben wir ja alle. So, okay, was habe ich jetzt? 2 zu 1. Mal nochmal ein Spiel positiv. Okay, gut. Die hatten so ein Visier drauf. Dann ist klar, dass die mich treffen. Ich mach mal hier. Bam. Einmal dahin, einmal dahin. Vielleicht trifft man ja was. Da war noch einer. Da. Ach, verdammt. Freu dich nicht zu früh, mein Freund. So, da. Auch Glück gehabt. Okay, dann mal hier hoch. Okay, so. Ich versuche jetzt mal das komplette Spiel über nicht zu jumpen. Okay, nur ein Assist. Da war doch gerade noch einer. Okay, ich habe keine Granaten mehr. Das, ich wollte gerade sagen, das ist nicht gut, aber ist ja eigentlich egal. So. Okay, ich weiß nicht wieso, aber es scheint wirklich am Modus zu liegen. Herrschaft liegt mir einfach nicht. Ich meine jetzt hier 7-2, das lässt sich ja wieder sehen. Er kann sich ja wieder sehen lassen. Den zweiten will ich haben. Okay. Okay, ich geh mal hier rum. Ich weiß, okay, hier kommen wir da raus. So, komm, ich will jetzt mal irgendeine Streak erreichen. Irgendeine, mir ist vollkommen egal was. Okay, hier ist gerade eben einer wiedergekommen. Los, komm. Nein! Verdammt. Okay, aber 8 zu 3, das sieht auf jeden Fall wieder besser aus. Und jetzt springe ich hier genau in den Spawn von denen rein. Ich muss wieder vorsichtiger spielen, ich darf jetzt nicht überheblich werden. Ansonsten war es das mit dem schönen Spiel. Okay, hier hinten sind sie jetzt alle. Okay. Das Schöne ist, wenn man sich angewöhnt, nicht zu boosten, bleibt man quasi unsichtbar auf der Karte. Ja. Da kommen sie jetzt alle raus. Aber das ist echt schwer, nicht zu boosten. Es ist einfach zu verlockend. Okay. Tsunami, wo kommt der Tsunami hoch? Ich glaube, der ist nur da vorne am Strand. Feindliche Drohne online. Verdammt. Wir haben die Führung übernommen. So. Okay, ich wechsle nochmal kurz auf die AK-12, dann können wir mit der auch nochmal ein bisschen spielen, die letzten paar Minuten. Das Spiel ist, sollte ja jetzt gleich auch schon wieder vorbei sein. Okay, hier, oh verdammt. Ja gut, was hätte ich machen sollen? Scharfschütze schießt! So, okay.
Wir verlieren diesen Kampf. Was? Wir verlieren noch. Oh mein Gott, die Präzision ist auf jeden Fall viel besser. Eindeutig mehr meine Waffe. Werde ich dann auf jeden Fall die nächsten paar Spiele wieder spielen. Anstelle von der Ball. So, wo sind jetzt hier die Gegner? Man kann ja noch einmal jumpen. Okay. Hier müssten sie jetzt eigentlich kommen. Feindliche Drohne online! Ah, schade, das war knapp. Ja, okay, das war jetzt blöd, dass ich den einer nicht bekommen habe, sonst hätte ich den da von rechts auch noch kriegen können, vielleicht. Schade. 16 zu 9. Ich weiß, mit Glück sind wir damit wieder auf einer 1... Hallo? Glück sind wir damit wieder auf einer 1er KD. Das ist so mein Ziel erstmal. Das ist für mich eigentlich im Durchschnitt schon recht gut, würde ich sagen. Oh, verdammt. Da kommt... Der steht da einfach auf der Klippe. Drei Leute hinter dem von mir. Pff, die interessiert's nicht. Feindliche Drohne über uns. Ach, da steht der da schon wieder auf dem Dach. Zum Glück hat er mich nicht bekommen. Und mit einem Punkt gewonnen. Okay, gut, das war's dann wieder mit der Folge. Die gehen hier auch immer relativ so 21 Minuten. Bleibt immer gleich 17 zu 10. Erster im Spiel. Ja, gut. Ich würde sagen, damit habe ich es wieder einigermaßen in Ordnung gebracht. Das Spiel davor, das andere habe ich abgebrochen. Zum Glück, sonst wäre die KD voll im Eimer gewesen. So, dann kann ich jetzt gleich nochmal gucken, wie wir jetzt stehen. Okay, Blutshelm haben wir bekommen, schweres Schild. Ich glaube, damit kann man Kugeln ablocken, dass die wieder zurückfliegen. Gucke ich mal, was das jetzt bringt. So, okay. Ich weiß gar nicht, wie viele Ränge wir aufgestiegen sind. Ich glaube, nur ein. So, ich gehe mal kurz Lobby verlassen. Hier haben wir wieder eine neue Vorratslieferung. Mal gucken. Okay, doppelte EP, das ist geil. Im nächsten Spiel, okay, nach 6 Minuten kriegen wir einen Vorrat. Ist auch geil. Okay, doppelte EP für 10 Minuten werden wir dann beim nächsten Mal einsetzen, wenn ich es nicht vergesse. Und dann hier nochmal ganz kurz gucken. Okay, 0,97er beim, in der nächsten Folge, denke ich mal, sollten wir dann wieder auf eine 1er KD kommen, auf jeden Fall. Hier sieht man es nochmal. Ja, erstes Spiel noch 2,8. Ich hoffe mal, das kriegen wir nächstes Mal auch nochmal hin. Ja, ich würde sagen, das war's dann für die Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, tut mir leid für die schlechten Gameplays am Anfang. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.